So, Paul, das war das erste Training der neuen Saison 2018-2019. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal, die Jungs haben sie gut mitgemacht, weil das ist für den Trainerstab ist nicht einfach, mit 30 Spielern zu arbeiten. Aber von organisatorisch, auch von Zeit her, dynamischer Wechsel zwischen den Stationen, hat das gut ausgesehen. Natürlich, heute, das war nicht so, dass mit Blutgrätsche oder wegen dem Stammplatz zum Kämpfen, das ist einzuführen, die Mannschaft. Und auch eine gute, angenehme Training haben wir gemacht. Und dafür, das war okay, erste Einheit. Ich glaube auch, gute Zuschauerzahl ist hier, haben sie das genossen. Wetter hält noch, alles wunderbar. Genau. Die Spieler versuchen sich natürlich auch gut zu präsentieren. Wer hat heute auf dich einen besonders guten Eindruck hinterlassen? Ich glaube alle. Also bin gespannt, wie die Leistungsdiagnostik morgen und übermorgen bringt. Aber die Jungs sehen sie gut aus. Sieht keiner mit Übergewicht hier und hat keine gepumpt. Also alle Spieler. Über die neuen Zugänge will ich nicht reden. Die sind auch gute Jungs mit guter Mentalität. Deswegen haben wir die geholt. Und nach einer Trainingseinheit, ich würde hier keine hochjubeln oder jemand schlecht erzählen. Aber muss ich sagen, passt alles. Sogar ich glaube, dieses Mal von Sinan gut, die Gewicht wird auch gut sein. So wie ich das nur von Auge angeguckt habe. Morgen wird alles gemessen. Aber ich bin sehr positiv und das sieht sehr ordentlich aus von der Mannschaft. Ja, wir sind gespannt. Vielen Dank, Paul. Danke dir. Lukas, dir darf man gratulieren. Du bist nämlich der Herr Thaner, der in dieser Saison das allererste Tor geschossen hat. Kannst du den Zuschauern zu Hause sagen, die es hier nicht live gesehen haben, wie das zustande gekommen ist? Boah, das ist eine gute Frage, ja. Weißt du es noch? Nee. Gar nicht mehr? Doch, also, ich bin, glaube ich, am Torwart mit dem rechten Fuß vorbei und ein bisschen zu weit vorgelegt und dann seitlich zurück ins Tor. So war es doch, ne? Ich glaube schon. Ja, genau. Das war ja schon mal ein super Einstand, gleich als erstes Mal getroffen. Wie war sonst das erste Training für dich? Ja, ist immer eine andere Belastung als nur zu laufen. Ich habe auch ein bisschen fußballerisch gemacht, aber dann mit der Mannschaft zu trainieren ist natürlich nochmal was anderes. Hat aber super Spaß gemacht und ja, ich hoffe, es geht jetzt so weiter und dann wird's gut. Wir haben gesehen, dass du dich mit Valentino Lazzaro da auch sehr gut verstanden hast, der quasi direkt vor dir, das Zusammenspiel hat gut funktioniert. Sonst mit der Mannschaft auch gut eingefunden? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, am Anfang ist immer schwierig, die Leute vernünftig anzusprechen und ein Teamgebilde zu finden. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Mannschaft es einem einfach macht. Und dann wächst man auch mit den Aufgaben. Genau. Was war das jetzt für ein Gefühl, das erste Mal mit der Hertha-Fahne auf der Brust hier aufzulaufen, auch vor den Zuschauern, schon die ersten Autogramme gegeben? Ich habe mich gefreut aufs erste Training. Ist jetzt ein Neuanfang für mich. Ich habe es auch schon damals in unserem Interview gesagt. Und jetzt ist der Tag gekommen und ja. Ich freue mich auf die nächste Zeit und hoffe, es geht so weiter. Wir wünschen dir viel Erfolg. Danke. Und sagen vielen Dank. Vladi, das erste Training der neuen Saison ist hinter dir, aber bevor wir über das Training sprechen, dürfen wir dir nochmal ganz herzlich gratulieren. Du bist nämlich verheiratet jetzt ganz offiziell. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Wo hast du geheiratet? In Santorini. Ja. Und warum habt ihr euch das ausgesucht zusammen? Ja, wir wollen nur eine kleine Hochzeit mit Familie. So, wir haben einfach weg von Tschechien geflogen nach Santorini, da war sehr schön. So. Mal richtig abschalten, das war auch eine Hochzeit, so wie du dir sie vorgestellt hast. Ja, genau. Wunderbar, freut uns sehr zu hören. Genau, dann lass uns jetzt wieder über das Berufliche sprechen. Jetzt bist du wieder hier in Berlin, aber guter Stimmung, das erste Training absolviert. Wie fandest du es? Ja, das ist immer ein erstes Training, gute Stimmung. Ja. Jetzt kommen die schlimmere Trainingsanheiten. So. Aber das muss sein, also so ist immer Vorbereitung von der Saison. Aber ich freue mich schon für das Spiel. Hat Kuchno euch schon da so ein bisschen was angedroht, was er da mit euch macht im ersten Trainingslager? Ja, er kriegt jetzt ein bisschen mehr Platz für seine Trainings. Und es wird wirklich schwer im ersten Trainingslager, aber das muss sein. Du bist ja bekannt für deine super Ausdauer. Ist das für dich trotzdem auch noch sehr anstrengend? Oder nimmst du die anderen Spieler da richtig mit und zeigst denen, wie weit man eigentlich wirklich laufen kann? Nein, für mich ist das trotzdem schwer, weil jeder muss auf seine Puls laufen. So, das heißt, dass ich muss immer ein bisschen schneller als die anderen laufen. So, das ist auch für mich sehr anstrengend. Genau. Mach Kuchno dir auch immer da Druck, dass du die anderen noch ein bisschen mitziehst, sicherlich. Vielleicht. Ja, genau. Vladi, also vielen Dank und wir sehen uns dann demnächst im Training. Okay. Viel Spaß. Neben mir steht Valentino Lazzaro. Tino und ich haben ja fast gar nicht erkannt mit den neuen Haaren. Kannst du uns erklären, was genau das ist und wie das heißt? Einfach Dreadlocks. Wir haben mal gedacht, ja, neue Saison, neues Glück, probieren wir mal. Und ja, bis jetzt ist vielen aufgefallen, habe auch Komplimente bekommen. Deswegen ja, fühle mich wohl und jetzt freue ich mich auch wieder hier zu sein. Ja, ich kann mich da anschließen. Sieht sehr gut aus. War das inspiriert von irgendjemandem? Nee, gar nicht. Ich habe ja früher schon mal Dreadlocks gehabt und jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, ich probiere wieder was Neues aus. Habe ich mir direkt in Amerika machen lassen und ja, bin zufrieden damit. Genau, in Amerika hast du angesprochen, du hattest einen sehr schönen Urlaub, aber auch viel gearbeitet. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie das so ausgesehen hat, der Tag im Urlaub des Valentino Lazzaro? Ja, Los Angeles natürlich, weltberühmte Stadt. Ich bin da gern, war mit meinen Freunden da aus meiner Heimatstadt, die ich auch schon länger jetzt nicht mehr gesehen habe. Und ja, haben eine schöne Zeit verbracht und war natürlich nicht das Angenehmste bei knapp 30 Grad immer trainieren, aber das nimmt man im Kauf, weil ansonsten hast du da genug Zeit, dich zu entspannen und ja, hat einfach Spaß gemacht. Gab es denn da auch die ein oder andere Essenssünde, vielleicht bei In-N-Out oder sowas?
was heißt der eine oder andere? Das kann ich gerne sagen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel auch ungesund gegessen, aber dann zum Glück auch rechtzeitig wieder aufgehört. Aber es gehört dazu. Als Fußballer hast du nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen ja, hat es Spaß gemacht, sich da jetzt auch mal auszuleben. Für die Leute, die vielleicht nochmal nach Amerika fahren, was kannst du da empfehlen? Ja, man kennt natürlich In-N-Out Burger, wie du schon gesagt hast. Und ansonsten gibt es sehr, sehr viele schöne Restaurants abends am Catch Tower. Ich denke, da wird man sich schnell schlau machen. Animal Style für die Jungs, die bei In-N-Out noch nicht waren, kann man empfehlen. Genau, wir sprechen über die neue Saison. Jetzt muss man die ganzen Kilos leider wieder loswerden, obwohl du hast nicht zu viel zugenommen. Aber das erste Training ist hinter dir. Wie war es für dich? Ja, man kann, wir haben schon unter den Jungs geredet, man kann so viel trainieren, ohne Ball, wie man will, laufen gehen, ist natürlich was anderes. Mhm. Jetzt kommen die Temperaturen natürlich auch noch dazu, glaube ich, ab nächster Woche. Und ja, es wird einfach sehr, sehr hart, aber so soll es auch sein. Wir müssen uns sehr, sehr gut fokussiert vorbereiten. Und ja, heute stand mal im Vordergrund, erstmal nicht mit 110% wieder reinkommen. Und ja, wie gesagt, dass alle fit wieder reinkommen. Und ich freue mich dann. Wir sind eine große Truppe, Konkurrenzkampf wird hoch sein. Deswegen hoffe ich schon, dass sich jeder Spieler nochmal steigern kann. Ihr habt heute ohne Schienbeinschoner gespielt, aber dafür mit neuem Ball. Wie war das vom Feeling her? Ja, ich habe es eigentlich erst am Platz gemerkt. Ich habe da gar nicht mitbekommen noch, dass wir einen neuen Ball haben. Ja, es ist ein bisschen anders natürlich, aber das ist für jede Mannschaft gleich. Und ich denke, da wird sich auch jeder wieder schnell dran gewöhnen. Zum Glück ist ganz gut, dass du jetzt eine Zeit lang nicht den anderen Ball am Fuß hattest. Deswegen jetzt einfach ein neuer Ball wieder und wieder dran gewöhnen, dann wird das kein Problem sein. Und da merkt man schon Unterschiede, wenn man den Ball am Fuß hat oder bei Schüssen? Oder wie wirkt sich das aus? Ja, der Ball ist, glaube ich, ein bisschen leichter. Man merkt es natürlich. Aber wie gesagt schon, man wird sich da anpassen dran. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir das bis zum DFB-Pokalfinale alle hinkriegen. Ja, genau. Es sah auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir haben die Ecke gesehen, die du geschlagen hast auf der Wieselke. Eigentlich ein bisschen geärgert, dass er zu hoch kam, aber ja, drin ist drin, oder? Drin ist drin. Er ist sehr lang genug, hat gewartet, glaube ich, fast auf der zweiten. Deswegen hat es gut gepasst. Und im Zusammenspiel mit Lukas Klünter, den haben wir eben auch schon angesprochen. Der hat gesagt, er ist mit dir sehr gut zurechtgekommen. Das kannst du sicherlich auch erwidern. Ja, kann ich. Wir haben ganz gut kommuniziert. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, davor ihm zu spielen. Ähnlicher Spielertyp, wie ich auch schon mal in Salzburg hatte, hinter mir, der gut arbeitet, auch mal nach vorne sticht, das ist, glaube ich, kann jede Mannschaft gut gebrauchen. Genau, und zu guter Letzt, ich habe ganz vergessen, dir übrigens zu gratulieren zur Wahl des Herr Tana der Saison. Das natürlich an dieser Stelle auch nochmal von uns. Was will denn der Herr Tana der Saison jetzt im nächsten Jahr, in diesem neuen Jahr erreichen? Ja, mit der Mannschaft natürlich. Ich denke, wir können unsere Ziele höher stecken. Wir haben es letzte Saison angesprochen, dass wir, wenn wir konstanter bleiben und wie gesagt, die letzten paar Prozent noch rausholen, vor allem auch zu Hause vor unseren Fans und ihnen ein paar Siege mehr schenken, dann, dass wir natürlich die internationalen Plätze angreifen können. Ich denke, das Potenzial dazu haben wir. Und ja, persönlich will ich mich natürlich auch nochmal steigern, ein bisschen mehr Verantwortung noch übernehmen und vom Tor auch noch ein bisschen ehrgeiziger werden. Also es sind auf jeden Fall hohe Ziele und heute ist der erste Tag, deswegen denkt man jetzt da noch nicht so daran, aber jetzt in den nächsten Wochen wird sich jeder kritisch darauf vorbereiten. Ja, ich denke, dass wir dann sehr, sehr gut reinstarten werden. Genau, du hast gesagt, im DFB-Pokal das erste Spiel dann und dabei wünschen wir dir ganz viel Erfolg und freuen uns, dich dann im Spiel zu sehen. Das ist Berlin, das ist Hertha. Hertha, 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 Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha.